haben wir den Mann, der 21 Mal schon die Ötzter Klassik moderierte. Unser Sepp Figl, der was nicht nur die Ötzter Klassik moderiert, sondern jeden Event im Ötztal. Also er ist ein Urgestein, die Stimme kennt man durch das ganze Tal. Ja, wenn du das also sagst, dann wird das sein, aber es hat mir bis jetzt halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wie du sagst, ich habe noch bei keiner Ötztal Klassik gefehlt. Der Zusammenhalt, der zwei Hände volle, was ihr in euren Sölden habt. Und ich kann dir sagen, ich war so ein kleiner Knirps. Da bin ich schon mit meinem Papa da gewesen in Dimmelsjoch. Ich bin selber Bergrennen gefahren, Rallye-Bikerinnen gefahren. Und immer wieder sehe ich die gleichen Gesichter. Und das finde ich so gigantisch. Mir zieht es jetzt eine ganze Haut auf, weil ich das einfach gern sagen darf. Ich kann dir da, muss dir da ganz ehrlich etwas sagen. Das ist schon, wie man 20 Jahre alt gewesen sein, ist das schon angegangen. Und wir waren ein ganz eingefleischter Trupp. Ich erinnere mich da an Michael Falkner, unseren Ehrenpräsidenten noch, und an Ernst Lorenzi und. Ich meine, alle, da zähle ich sogar und auch, aber wir haben seitdem, seit mehr einmal diesen Skijahren und Schwimmen haben wir gehabt. Und da haben wir ja in Niki Lauda da gehoben und in Jean Fitzpatrick. Und wir die dort mal in Rolf Stommelen, wir die damaligen Formel-1-Piloten und Rallye-Piloten geheißen haben. Und seitdem sind wir eine Truppe, die allem zusammenhelfen. Wenn wir eine Veranstaltung haben, ob das jetzt Auto sein oder Sinnspaß, ist gleich, wir helfen allem zusammen und das tun wir auch noch bis heute noch. Und ich sage dir ganz ehrlich, es macht nach wie vor einen Riesenspaß, obwohl das mittlerweile schon 45 Jahre her ist. Ja, und ich verfolge das schon seit Jahren, dass es immer die gleiche Truppe. Wenn ich jetzt gerade sehe, in Ernst da wieder, der Ernst, der was auch aktiv war und immer bei euch mit dabei war, oder der Dino, du, der Bernhard der Rimmel. Also es sind alle Gesichter, immer wieder sieht man die gleichen Gesichter und das finde ich so toll. Die läuft da sehr mal auch als einer durch die, also einer über die Füße sozusagen, der wieder so einen Schnauzer hat. Das ist unser Mann, Wels Andreas. Das ist auch ein Mann der ersten Stunde, der überall hilft, wenn irgendetwas ist. Und da muss ich ganz ehrlich, wir brauchen uns oft gleich anschauen und sagen, du, da hat man wieder das und das zu machen. Ja, wenn ist das? Ja, machen wir. Und damit haben wir eigentlich alles geredet und da braucht es keine Überweisungen und gar nichts. Wir machen das einfach, wie man so schön sagt, gern. Und da fragt man nicht, was bekommst du, was willst du. Wir tun es einfach und das glaube ich auch, ist ein ganz ein guter, wie soll ich sagen, eine gute Basis, um einfach Freundschaften zu erhalten und solange es geht, tun wir das. Es gibt keine Streiterei bei euch und wenn nachher, geht man aus nach einer Sitzung und man ist wieder alles in Ordnung. Nein, das sowieso, man ist nicht immer allgeizend, dass man immer jeder der gleichen Meinung ist. Aber da sagt man sich das, so und so ist das und dann kommt man zusammen und es ist noch nie rausgekommen, dass man aufgestanden hat und gesagt hat, ich tue nicht mehr, ich mag nicht mehr, das hat es bei uns eigentlich nie gegeben. Ab und zu hat man gesagt, leck vielleicht einmal einen Buckel, aber mit dem Satz, wenn der fertig war, war das schon wieder vergessen und nachtragen. Das gibt es gar nicht. Nachtragen, ein Rucksack, da unten steht der Andreas zum Beispiel nicht. Ja. Und nachtragen zum Beispiel, das ist etwas für die Wäsche. Und deswegen freuen wir uns jetzt morgen auf Freitag, unser Highlight dieser Ötztal-Klassik. Und ich freue mich, wenn ich mit dir darf gemeinsam die Motorsportgeschichte moderieren und wenn wir nachher auch in unserem Ortsparcours die Rennauto fahren lassen. Da ist die Freude ganz meinerseits, weil ich weiß, dass du ja, was Autorennsport anbelangt, ja um und drum mehr verstehst wie ich. Ich tue mir das halt zusammenlesen und zusammensuchen, aber ich freue mich immer, wenn ich jemanden dabei habe, der weiß, um was es geht. Und das ist eigentlich, man soll die Leute ja schon sagen, was Sache ist, weil so kommt man am meisten. Weil allein einfach reden, dass etwas geredet ist, das sollte man auch nicht tun. Gut. Dann freue ich mich morgen. Sepp, alles Gute wünsche ich euch für diese Klassik und guten Erfolg für weiterhin für deine ganzen Events. Dankeschön, das machen wir. Und du sagst deinem Vater schon groß, weil den kenne ich auch sehr gut noch aus Rennzeiten. Da wo ich noch, wie du schon gesagt hast, da war ich noch so klein. Ich war auch einmal klein. Und da sagst du mal ganz einen lieben Gruß und bis demnächst. Gell? Mach ich. Danke sehr. Danke dir auch.